Also hören Sie. An einem träumerischen Spätsommertag bestieg ich einen lässig dahinrollenden Personenzug der böhmischen Westbahn. Der wohl zu seiner eigenen Unterhaltung viel und melodisch pfiff. Hörner Klang antwortete: Es waren Jäger mit Fanfare. Auf etwas zu hohen, dabei zu kurzen Rossen tauchten sie aus einem Wäldchen auf und verfolgten einen stolzen, kaffeebraunen Hirsch. Die Lokomotive, die sich nicht spotten lassen wollte, versuchte schneller zu fahren, als der Hirsch lief, was sie aber nicht gelang. Obwohl die Räder wie toll klapperten und machten, was mir später ein approbierter Linguist getreu übersetzte. Ich will es lieber nicht wiederholen. Dann hieß er das Dampfross, verkutzte sich ein paar Mal, aber endlich fuhren wir in eine Station ein und seine blau beschirmte Sopranistin und ein Tambour, der auf einer Trommel mit schlaffem Kalbs wütete, begrüßten. Ein Glöckchen klingelte unaufhörlich. Zwei mittelgroße Greise in sehr sauber gebürsteten Anzügen stiegen gemessen grüßend in mein Abteil. Ganz artig brüteten sie still vor sich hin und zwar, wie ich zur Steuer der Wahrheit sagen kann, resultatlos. Sie hat wenig Gepäck. Und einer von ihnen schien mit der Zunge im Mund nach einem Brösel zu suchen. Gott, sie benahmen sich ganz einwandfrei, nach der Art gelangweilter Provinzreisender, hinter denen man nichts weiter vermuten konnte. Da fiel dem Zungengewandten bei einem Ruck des Zuges der etwas zu kleine Chapeau-Melo vom Kopf, mir auf die Zeitung und von dort mit einem leichten Knall auf den Boden. Der Greis sah mich einen Moment verstört an. Dann sagte er mit milder Stimme: Hör doch, wie. Ebenso mild und klar antwortete ich: Schwiebernick, obwohl ich ihm im Leben so hieß. Jesus Maria. Gab der andere reisende Greis laut: Sind Sie am Ende aus Gladrup? Der Herr kann kein Gestiegsfotograf? Oh, Jesus Maria. Nur der hast die schönen Bilder von den kaiserlichen Sprunghengsten von sich gibt. Ich verneinte. Als allen nichts mehr einfiel, stockte das Gespräch. Von Gewissensbissen und meiner falschen Meldung gefoltert, bemerkte ich schließlich, dass ich kein Fotograf sei und aus Wien gebürtig. Und? Was sind die Herren? Wassertrompete. Ah, wahrscheinlich bei einem Zirkus tätig. Muss wohl furchtbar anstrengend sein, nicht? Es ist Maria. Tun's das beim Schwimmen? Jesus Maria! Hör! Wir sind doch keine Klonen! Ich bin kaum kein Notär! Haben Sie schon einmal einen Notär gesehen, der wo blast? Jesus Maria! Du Wansura! Der Hör glaubt, dass wir schwimmen können! Als mehrfache Familienväter! So ein Blödsinn! Jesus Maria! Haben sich die Herren als Wassertrompeter in einem Konservatorium ausgebildet? Konservatorium? Wozu denn? Wassertrompeter ist man doch schon von Geburt. Ja, bereits als Seigling. Ja, schon im Mutterleib. Jesus Maria. Jetzt war ich ganz verwirrt. Was für eine quälende Vorstellung. Ein Embryo. Vielleicht sogar mit einer, wenn auch kleinen Zugposaune. Nein. Gibt es außer Ihnen noch mehr Wassertrompeter? Natürlich. Wir sind im Ganzen der 1651
Gottlob! Jesus Maria! Darunter hochangesehene Persönlichkeiten. Ein Domherr, 6 Kapuziner, 4 Selcher, verschiedene Nonnen. No, und die Welt ist einmal so den Bedürfnissen entsprechend. 5 gefallene Mädchen. Jesus Maria! Die was bei uns den Motten angeben. Und die wird die feinen Manieren machen. Naja, leider auch eine Kretin. Weißt man sogar den Jaromir? Und kann der auch blasen? Oder ist er bloß atonaler Komponist? Was haben Sie denn immer mit dem Blasen? Ja, doch noch schöner, wenn jeder Wassertrompeter blasen möchte. Was ist doch mit dem Blasen auf der Welt? Ja, aber warum nennen Sie sich dann Wassertrompeter? Nennen? Ja. Wir sind's gefälligst. Was sind Sie? Na, gebürtige Wassertrompeter! Polizeiteilig gemeldet und domizilierend in der Ortschaft Wassertrompeten! Na, verstehen Sie jetzt endlich, Sie klaffen? Oder sind Sie Herr Gaffner? Schon einmal sowas gesehen von Begriffsstützigkeit, mein Zuhörer? Jesus Maria! Den Geister zank ich zurück. Verstand's. Aber geglaubt. Habe ich es erst, nachdem ich mich mit der nächsten Gelegenheit in einem amtlich befugten Ortsverzeichnis für das Kronland Böhmen überzeugt hatte. Wassertrompeten, Gemeinde mit eigenem Statut in Westböhmen, Gerichtsbezirk Bischof Heinitz, eingeschult nach Großmalowa und eingepfarrt nach Oxenderitz, wohin auch die Toten begraben werden.